Hallo, ihr Dunkling im Dunkel in der Dunkelheit. Willkommen zurück im Dunkel bei Alan Wake 2 The Lakehouse. Dem zweiten DLC zu Alan Wake 2. Wir machen weiter mit unserer FBC-Agentin, die hier kurz zum Abnippeln ist. Ich hoffe, dass ich halt noch irgendwas finde, um mich zu heilen. Wie gesagt, sollte ich sterben, werde ich dann nochmal ein bisschen nachspielen müssen, wenn hier nicht gespeichert wurde. Aber ich habe halt einfach nichts mehr, um mich zu heilen. Ressourcen sind halt super knapp gerade. Ich weiß halt nicht, was jetzt noch kommt. Mal gucken. Oh shit. Ah, okay. Irgendwie hier kann durchkommen, oder? Nee, dieser Raum hier ist irgendwie begrenzt. Was soll denn hier noch sein? Schatten wollen nicht, dass ich weitergehe. Da war aber ziemlich so komisch. Das heißt auch, da ist eine Sperre für mich. Das heißt, ich komme da nicht weiter. Ja, was bringt mir das jetzt hier? Relevanter Ort. Ja. Traumakissen. Da ist Heilung. Handfeuerwaffe. Ja, aber wenn ich jetzt zurückgehe und da kommen noch Gegner, dann war es das halt für mich. Ist hier noch irgendwas Wichtiges in dem Büro? Irgendwas übersehen? Ich weiß halt nicht genau, was ich tun soll hier. Das Haus an See stand unter Wasser. Ja, das können wir schon. Nö. Also irgendwie halte ich keine Informationen, die mich jetzt hier irgendwie weiterbringen. Das hatte ich mir schon angehört. Hier ist noch Text. Aber warum lässt mich das Spiel hier nicht weiter? Frage ich mich. Geht mir irgendwas? Also ich hätte schwören können, dass wir jetzt hier einfach dann weiter können, aber dem scheint wohl nicht so zu sein. Das Spiel lässt mich hier nicht durch. Okay, ich werde nochmal gucken, ob ich vielleicht irgendwie einen Weg zurückfinde oder so, oder hier rauskomme. Ich werde das auch mal ein bisschen kürzer halten heute und werde das Offscreen suchen und melde mich gleich zurück, sobald ich einen Weg gefunden habe. Bis gleich. Okay, anscheinend hat sich das Labyrinth aufgelöst und wir können hier einfach wieder zurückgehen. Hier ist ein Raum. Hier ist nämlich das Safe Haven. Oh ja. Gott, hervorragend, dass diese Schliere weg ist. Träumchen. Was ist denn jetzt unsere Aufgabe? Untersuch. Sprich mit jemandem im Untergeschoss. Begib dich zum Ort des Experiments in Untergeschoss 5. Okay, dann gehen wir nach Untergeschoss 5. Weil viel auf der Agenda haben wir jetzt nicht mehr. Das heißt, wir gehen nur noch in Untergeschoss 5 und gucken, was da ist. Natürlich ist der Aufzug weg, was auch sonst. Ich wünschte, der Aufzug würde sich nicht mehr bewegen. That's my girl. Genau das gleiche dachte ich auch gerade. Wo ist dieser beschissene Aufzug? Kann doch halt echt nicht sein, ne? Stell dir mal vor, das würde in unserer Realität passieren. Du willst einfach zur Arbeit. So. Gehst ins Büro und auf einmal ist der Aufzug wieder weg. Und du hast nicht mal ein Treppenhaus. Oder sonst irgendwas. Sondern du musst irgendwie quer durchs Gebäude laufen, damit du einfach zu diesem beschissenen Aufzug kommst. Geh jetzt nochmal hier lang. Vielleicht ist der Aufzug auf der anderen Seite. Ich denke mal, jetzt wurde wahrscheinlich das getriggert, dass ich da durch kann, hoffentlich. Es sieht aber nicht danach aus.
Nö. Mal wieder komplett vergeudete Zeit hier. Ich weiß ja nicht, was mit dem beschissenen Aufzug los ist. Hat sich die Karte jetzt irgendwie... Nö. Die Karte ist einfach noch komplett wild. Aber ich habe Kisten gesehen hier in diesem Raum. Ah, hier. Ist noch was. Karte aktualisiert. Okay, nochmal ein bisschen Text zum Lesen. Blablub. Ich will auch nicht so abwertend sein gegenüber den Leuten, die diese Texte geschrieben haben und sich Gedanken über die Story gemacht haben. Auf keinen Fall. Nur... gerade ist mir nicht so... Ach. What? Was ist passiert? Irgendein großes Experiment. Ah, ich glaube, der Aufzug ist jetzt wieder da. Es gibt nirgendwo irgendwelche Details. Der Bastard versteckt sie. All die Jahre stiehlt er die Anerkennung für meine Ideen, meine Arbeit. Und jetzt hat er Angst, plagiiert zu werden? Das ist wirklich sehr einfallsreich, Jules. Und er hat die Manuskriptseiten, die ich für meine Arbeit brauche, angeblich verlegt. Auf einmal sind genau die Seiten verschwunden, die ich als Referenz brauche. Er hält absichtlich entscheidende Büroforschung zurück. Ich meine, wenn er das tun kann, wer hindert mich dann daran, ins Verbindungslabor zu gehen und, ich weiß nicht, die Verstärker umzudrehen oder die Receiver neu auszurichten oder beides? Das ist genau das Gleiche im Prinzip. Er hat das Labor gebucht. Irgendein großes Experiment morgen. Okay, könnte sein, dass sich das jetzt wiederholt. Das sieht nicht nach Lane Stil aus. Bastard versteckt ein anderer Künstler? Ja, das ist komplett anderer Stil. Für meine Ideen, meine Arbeit. Lane Stil ist mir so ein bisschen grob. Okay, dann ab in den Aufzug weg hier. Ich habe keinen Bock mehr hier. Ja, wahrscheinlich treffen wir jetzt im letzten Untergeschoss auf Jules Marmont, denke ich mal. Und dann ist der DLC eventuell vorbei. Meine Güte. Meine Güte. Untergeschoss 5. Oh Scheiße, Experimente an der Schwelle. Beende das Experiment. Okay, jetzt wird's ernst. Mit nichts an Heilung in den Endkampf. Cutscene Time. Die Marmonts hatten das Tor in die Schwelle beim Cauldron Lake geöffnet. Es war aufgebrochen. Instabil. Das Experiment zu beenden war die einzige Option. Neuer Online.
Okay, das kam unerwartet. Oh shit. Ja, oh, war ja klar, ich habe überhaupt keine HP. Alter, das wird richtig scheiße schwer. Keine HP gegen die jetzt. Okay, aber es scheint der letzte Kampf zu sein, das werden wir durchziehen. So, nochmal. Bam. Okay, interessiert. Wow. Fantastisch. Ich habe nicht mal eine Möglichkeit, mich zu wehren. Richtig gut. Da das Spiel meine HP nicht wieder auffüllt, muss ich mit dem zurechtkommen, was ich habe. Ich hätte ein bisschen viel aus, wenn man mich fragt. Schwarzstein. Ambitionen. Anerkennung. Als hätte ich nicht genug Probleme. Ich hab noch 3 Schuss. Wow. Das war's. Ich hab nichts mehr. Ist da noch was drin? Ja! Dankeschön. Okay. Nee, dieser Kampf ist absolut schwer, weil ich halt nichts an HP habe und ich muss den Kampf nochmal komplett von vorne starten. Wir skippen den Kampf. Bis gleich. Scheiß drauf, Hebel betätigen, sie sind wütend, schon klar. Ich weiß, was die Marmonts ihnen angetan haben, Rudolf Lane. Ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, damit so etwas nie wieder passiert. Eine verdorbene Macht, die er niemals loswerden würde. Die Schwelle zerreißt sich selbst. Ich muss das beenden. Die Marmonts sind tot. Ich weiß nicht, dass ein Trost ist. Sie sind erledigt. Der Schmerz! Er war voll davon! Hey! Tut mir leid. Ich weiß, dass Sie keine Wahl hatten. Das ist nicht fair. Aber ich muss diese Schwelle schließen, bevor Sie... Hey
Agent Esteves stand im Wald außerhalb von Bright Falls. Ihr Team hatte gerade Alan Wake und Ilmur Koskela festgenommen und schob sie in schwarze SUVs. Sie begriff, dass dies der Moment war, über den Wake in ihrer Vision geschrieben hatte. Die Geschichte wurde wahr. Sie verdrängte diesen Gedanken. Es war ein Tipp gewesen, gut, um Wake zu finden. Mehr nicht. Alan Wake! Nachdem das Schwellenereignis zusammenbrach, war ich wieder beim Cauldron Lake. Doch für einen Moment war ich woanders. Ich sah Alan Wake dort. Er schrieb darüber, dass ich ihn in Bright Falls fand, im Wald. War ein guter Tipp. Ich rief die Überlebenden meines Teams an, um mich dort mit ihnen zu treffen. Sie wissen, dass diese Fälle nie eindeutiger werden. Oder einfacher. Dieser hier, er war hart. Denn dem Protokoll zufolge sind Wesen wie die Besessenen Monster, Bedrohungen. Doch die Mamons waren schon Monster, bevor der Schatten sie holte. Also worin besteht der Unterschied? Ja, das war der DLC. The Lake House, der zweite DLC zu Alan Wake 2. Wir haben es durchgespielt. Ich muss sagen, ich fand den DLC bis auf den letzten Kampf, der war einfach nur grottennervig. Fand ich es aber schon irgendwie ganz geil, weil es hatte wieder so diesen Control-Vibe. So ein Gebäude, was sich verändert und irgendwie Gegner gegen die man kämpft und auch diese neuen, ja, diese neuen Farb Gegner, sag ich mal. Das ist auch eine ganz nette Idee eigentlich. Ja. Aber ansonsten war der DLC, weiß ich nicht, also hat mir der erste doch ein bisschen besser gefallen, weil er einfach ein bisschen durchgeknallter war. Und das einfach richtig coole, geile, kurze Geschichten waren, die man da erlebt hat. Und das fand ich schon ganz witzig. Auch, dass man in die Haut von anderen Personen schlüpft, das finde ich halt in den DLCs schon sehr geil. Das heißt, eigentlich fast jeder Charakter, den wir so im Hauptspiel treffen, hat jetzt nochmal so sein eigenes Spin-off bekommen, wenn man so möchte. Finde ich eigentlich eine ganz nette Idee von Remedy, das so zu machen. Auch wenn die Geschichten manchmal ein bisschen abstrus, obszön oder wie in diesem Fall jetzt ein bisschen gruselig wirken, hat das alles schon irgendwo Hand und Fuß und fühlt sich halt organisch an, weil es halt in die Hauptstory so mit reinpasst. Zumindest dieser DLC passt in die Hauptstory mit rein. Die anderen Sachen sind halt eher ein bisschen abseits des Ganzen. Aber hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich fand den DLC sehr unterhaltsam. Ich muss sagen, das war es erstmal von mir und dem zweiten DLC zu Alan Wake 2. Ich weiß nicht gar nicht, ob noch ein dritter geplant war. Da bin ich halt nicht mehr so drin. Aber falls da noch was kommt, gucken wir uns das dann natürlich an. Weil, wie gesagt, ich habe die Deluxe Edition von Alan Wake 2. Da werden auch alle DLCs mit inklusive erscheinen. Und dann sage ich schon mal vielen Dank, dass ihr bei diesem DLC zu Alan Wake 2 dabei wart. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bis dann. Tschüss.